moin. Herzlich willkommen bei Gante, Jochen und Gran Turismo 7. Ich bin weiterhin auf der Suche nach dem ultimativen King of the Ring. Wer wird's denn werden? Ich habe selbst keine Ahnung und in alphabetischer Reihenfolge bleibe ich jetzt erstmal bei Honda. Es ist der 6. Anlauf und heute ist der Integra Type R DC2 aus dem Baujahr 1998 an der Reihe. Den Civic bin ich in der letzten Folge gefahren und war mit der Runde ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig zufrieden. Aber ich glaube, man hört es an meiner Stimme, man sieht es vielleicht auch im Gesicht und ich hatte es im letzten Video auch kurz reingeschrieben. Ja, das Virus hat mich ereilt und ich hänge hier so etwas in den Seilen mit der Konzentration. Konzentrationsfähigkeit ist es nicht allzu weit her, aber das soll mich jetzt erstmal nicht weiter stören. Auch der Integra ist hier mit Breitbau, Bodykit und Überrollkäfig ausgestattet, verfügt auch über denselben umgebauten Motor wie der 98er Civic, nämlich den K20C1 aus dem Civic Type R Baujahr 2020, hat also ebenfalls 515 PS und Frontantrieb, also gleiches Fahrzeugkonzept und wahrscheinlich auch eine ähnliche Fahrleistung. Deshalb verwende ich auch für den dasselbe Setup, was ich jetzt am Ende im Civic drauf hatte und da können wir jetzt mal gemeinsam reingucken. Auch hier sind so ziemlich alle Teile drin, die man im Tuning-Shop so findet, abgesehen vom Gewichtstuning, das habe ich hier bei den meisten Kisten, sofern ich beim Tuning dran gedacht habe, rausgelassen. Ich finde immer, die schwereren Autos liegen etwas besser auf der Straße. Beim Fahrwerk und Differential bin ich mit dem Civic am Ende auf diese Werte hier gestoßen und verwende die dann jetzt auch einfach weiter für den Integra. Und das Getriebe sieht jetzt erstmal folgendermaßen aus. Der Topspeed bis 336, das sollte also erstmal reichen und wie immer sind bei mir hier alle Fahrwerkseinstellungen wirklich rein subjektives Gefühl. Ich verstehe nicht wirklich viel davon und versuche selber noch was zu lernen. Wenn ihr Tipps habt, schreibt die gerne rein und wenn ich am Ende meiner ausgiebigen Testfahrt jetzt noch was gefunden habe am Setup, zeige ich euch meine finale Schrauberei hier noch ganz am Ende des Videos. Jetzt also schon mal ab auf die Nordschleife und bevor die fliegende Runde dann beginnt, noch mal ein kurzer Blick ins bisherige Ranking. Da steht das M3 Coupé erstmal mit ordentlichem Vorsprung auf Platz 1, gefolgt von den drei amerikanischen Oldtimern und der Civic leider mit einem enttäuschenden letzten Platz. Aber wie gesagt, ey, mit der Runde war ich auch echt nicht zufrieden. Und gucke mal, was mit dem Integra jetzt hier so geht. Ich habe im Gefühl, dass der vielleicht etwas schneller sein könnte und hoffe bloß, dass meine Konzentration jetzt hier mitspielt. Und meine Erinnerung hat mich nicht getrogen. Der Integra lässt sich tatsächlich gefühlt etwas besser fahren als der Civic. Liegt etwas stabiler auf der Straße. Ich hatte gesagt, der hat, vermute ich, einen etwas längeren Radstand. Das tut ihm echt ganz gut. Der geht sowas von um die Ecken. Ich glaube, Downforce hat er ebenfalls etwas mehr als das Vorgängerauto hier. Schön eingetaucht mit der Vorderachse. Ich habe tatsächlich nur zwei Runden gebraucht, um die alte Zeit vom Civic hier zu schlagen. Der Geist liegt jetzt auch knapp hinter mir. Flugplatz mit über 215 km/h. Richtig, richtig schnell. Beim Topspeed fehlt es allerdings etwas. Die 300 knackte hier nicht Richtung Schwedenkreuz. Was die Frontriebler allerdings überhaupt nicht mögen, sind Verbremser. Die versuche ich hier natürlich, soweit es geht, zu verhindern. Gerade in den langsamen Kurven hier muss man wirklich aufpassen, die Bremspunkte zu erwischen. Richtung Metzgesfeld, die geht mit rund 200. Ja, mit dem Sperrdifferenzial zieht er sich so gut hier in die Kurven rein, wenn man dabei beherzt aufs Gas tritt. Thank you.
Oh, ein bisschen viel Curb da am Scheitelpunkt. Beim Bergabbremsen hier immer aufpassen. Schlecht platziert in der Kurve, den Scheitelpunkt deutlich verpasst. Das kostet Schwung hier den Berg hoch. Der Geist ist trotzdem relativ klein im Rückspiegel. Ah, man hat es gesehen. Ich hatte die Befürchtung, am Scheitelpunkt vorbeizurutschen. Bin ich auch etwas, aber sobald man dann hier in den Auto aufs Gas tritt, zieht er sich in die Kurve rein. Auch hier fehlt wieder etwas Motorleistung, knapp über 500 PS. Die Mutkurve aber auch wieder richtig schnell, über 200 km/h. Das Getriebe passt ziemlich gut, der vierte Gang lang genug, um sich hier einen Schaltvorgang zu sparen. Rein ins Karussell, die Steilstrecke, das bringt das Fahrwerk an seine Grenzen. Früh aufs Gas, ganz viel Respin hier raus. Vom nächsten Linksknick nur ganz leicht lupfen. Hier geht fast Vollgas, wäre sie wahrscheinlich sogar gegangen. Rauf auf die hohe 8 und rein in den flüssigsten und coolsten Streckenabschnitt hier von Wippermann bis Eiskurve. Hier voll über die Curbs, wenn man sie denn treffen würde. YouTube Corner hier am Brünnchen. Oh nein, komm schon. Das war für die Zuschauer. Pflanzgarten, Sprungkuppe. Hier bleibe ich im vierten. Etwas untertourig. Nächste Sprungkuppe. Aber der Integra liegt sicher. Vollgas hier durch Stefan Bell auf S. Richtung Schweifenschwanz. Nicht zu schnell in die Kurve. Kleines Karussell, sehr gefährlich mit Hecktrieblern, mit dem hier kann man einfach stumpf aufs Gas treten. Und dann geht's auf die Döttinger Höhe. Mal gucken, was die Kiste an Topspeed bringt. Wo ist der Geist? Ganz klein da hinten. Hier geht es dann doch mal in Richtung 300 km/h. Komm, da sind sie. Der nächste Linksbogen hier problemlos Vollgas und dann das Runterbremsen hier am Tiergarten. Oh, etwas instabil am Heck. Letzte Kurve, come on! Und das war eine deutliche Steigerung zu der Zeit vom Civic. Also mal, ab ins Ranking. Und da hat es der Integra hier tatsächlich geschafft, mit einer 638.1 die amerikanische Versammlung zu sprengen. Das ist dem Civic nicht gelungen. Da war die Runde zwar nicht perfekt, aber so schlecht dann auch wieder nicht. Der Integra ist einfach wirklich viel besser fahrbar, liegt viel ruhiger auf der Straße und macht weniger unerwartete Dinge. Ich glaube, das liegt am längeren Radstand, falls er denn so einen hat. Hiermit ist jetzt erstmal die Ehre der Fronttriebler wieder hergestellt.
hergestellt. Am Setup habe ich jetzt einfach überhaupt nichts mehr gemacht. Das hat sich wirklich perfekt angefühlt und hier gucke ich jetzt auch noch mal rein in die Einstellung. Tief und hart passt bei den Umbauten hier generell ganz gut. Bei den Fronttrieblern habe ich immer die Vorderachse etwas weicher als die Hinterachse. Der hat ziemlich viel Sturz vorne drauf und auch die Werte beim Differential gingen hier teilweise ins Extrem. Aber ich habe da einfach hier immer die Beschreibungen gelesen und alles so eingestellt, dass es möglichst nicht untersteuert. Auch bei der Aerodynamik ist hier relativ viel drauf. Vorne 150, hinten 200. Damit liegt er echt sauber und ziemlich neutral auf der Strecke. Und auch das Getriebe hatte ich ja am Anfang schon gezeigt. Also die Gänge passen ganz gut. Der zweite vielleicht ein Tick zu kurz an manchen Stellen. Aber Gang 4 lässt sich hier hervorragend ausdrehen. Vor allem vorm Flugplatz. Der dritte Gang rund ums Brünnchen passt gut. Ein kleiner Fehler am Brünnchen war in der Runde auch noch drin. Aber mit der Zeit bin ich zufrieden und vor allem froh, dass ich das ganze Ding hier nach nur 48 Minuten Aufnahmezeit hinter mich gebracht habe. Und ich glaube, so ein zufriedenes Gesicht hat man am Ende der Aufnahmen länger nicht gesehen. Deswegen gibt es bei diesem Auto hier auch tatsächlich keine Outtakes. Also ich bin mehr oder weniger jetzt nur 3 fliegende Runden gefahren, ein gröberer Abflug dabei. Das Auto läuft einfach Sahne. Und auf das nächste freue ich mich auch, denn das wird ein Kandidat, der in der Rangliste ein bisschen weiter nach vorne springen könnte. Der Lancia Delta Integrale mit dem Nismo GT-R Motor, einer meiner absoluten Favoriten, zumindest was den Motor betrifft. Und da habe ich richtig Bock drauf. Wenn ihr das miterleben wollt, dann schaltet gerne wieder ein. Vielen Dank fürs Zusehen erstmal hier soweit. Bleibt freundlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.